ist ja seit einigen Jahren üblich an AHS, also an Gymnasien, dass alle Absolventen und Absolventinnen eine sogenannte vorwissenschaftliche Arbeit schreiben müssen. Und ich freue mich sehr über die Personen, die heute hier Ehrungen erhalten haben, für viele wunderbare Verdienste. Aber das, was jetzt der junge Mann, der jetzt kommt, liefert, ist auch nicht ohne. Er ist nämlich der allererste, der den ersten Preis für die vorwissenschaftliche Arbeit, für eine evangelische vorwissenschaftliche Arbeit nach Kärnten geholt hat. Und ich bitte den Herrn Paul Alexander Kober. Wir sprechen uns dann im Büro, Gerd. Ich habe einen Schwindelzettel. Also wenn ein evangelischer Theologe nichts Besseres einfällt, dann schaut man die predige Losung. Da steht im 1. Johannesbrief: Wenn ihr wisst, dass Jesus gerecht ist, so erkennt ihr, wer die Gerechtigkeit tut, der ist von ihm geboren. Also das sage ich jetzt noch ganz kurz dazu, weil ich bin auch Lehrer und da muss ich immer was sagen. Das ist ein wunderbarer Spruch, weil er ist ziemlich evangelisch, weil es geht darum, es geht nicht um Selbstgerechtigkeit von uns Menschen, sondern Gerechtigkeit kommt von Jesus und kommt von Gott zu uns. Und jetzt gleich zu Ihrer Arbeit. Das Thema ist, was ist das Thema? Geheimprotestantismus im Kern. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Nun ja, wenn ich das ein bisschen erläutern darf. Ja. Vor Jahren waren meine Mutter, ich und mein Bruder in der Landesausstellung in Friesach. Da haben wir uns ein Kreuz in einem Sack gewonnen oder gekauft. Ganz genau. Es ist dann als Deko im Wohnzimmer zugegebenermaßen verschwunden. Dann kam ich in die Konfirmationsvorbereitung mit meinem Pfarrer Martin Matruta und da hat man sich begonnen, mal vielleicht wieder ein bisschen mit der evangelischen Kirche auseinanderzusetzen. Und dann Mitte der 6. Klasse, Ende der 6. Klasse, Anfang der 7. kam das Thema auf VWA-Thema. So. Da steht man davor und die Angabe war alles. Ziemlich große Bandbreite. Ich wusste von mir aus, es muss was Geschichtliches sein, weil ich bin ziemlich geschichteaffin. Und da bin ich auch über die über den Einfluss der Konfirmationsvorbereitung auf dieses Kreuz gekommen. Was ist das? Dann habe ich jetzt mal gegoogelt, bis aufkommt, hört sich interessant an. Und dann habe ich beschlossen, dazu schreibe ich. Und dann bin ich auf meine Religionslehrerin, Frau Professor Schweins, dazu gegangen und habe gefragt, Frau Professor, unterstützen Sie mich dabei? Sie hat gesagt, mach mal. Und damit ist diese Arbeit entstanden. Zitation, weil man macht das zum ersten Mal, auch etwas mitgeholfen, damit die Form gepasst hat. Ich habe Ihre Arbeit sogar gelesen. So tun als ob. Und Sie haben das genau gearbeitet, Sie haben Literatur von Rudolf Frey verwendet, von Christine Tropper, aber auch regionale Quellen aus den verschiedenen Gemeinden. Jetzt habe ich mir noch ein paar schlaue Fragen aufgeschrieben, weil mir das mal einfällt, was ich auch geschrieben habe. Was denken Sie, die Evangelischen um 1600 in Kärnten, warum haben da doch relativ viele, also einige haben das Land verlassen, viele sind zum Scheinkatholisch geworden und dann doch im Geheimen protestantisch geblieben, warum haben so viele Evangelische an dem Glauben festgehalten? Sie hätten auch sagen können, das war's. Aus meiner Sicht ist es ganz einfach. Die Menschen hatten Überzeugungen, einen Glauben, der ihnen etwas bedeutet hat. Sie wollten daran festhalten unter
Sie haben sich gedacht, ja komm, wir sind Evangelien, wir haben ein Netzwerk aufgebaut, wir haben einen Glauben, wir haben Überzeugungen, warum sollen wir die aufgeben? Sie haben gesagt, wir kämpfen auch, jetzt nicht im Sinne von, wir gehen aufeinander los, sondern wir kämpfen im Untergrund zu miteinander, um diese evangelische Kirche, um diese evangelische Glaubensgemeinschaft zu behalten. Was können wir heute von diesen Menschen lernen? Ja, aus meiner Sicht finde ich, dass man von diesen Geheimprotestanten das dann beibehalten kann, dass man seinen Idealen festhalten soll, seinem Glauben und sich nicht unbedingt, es gibt diese Aussprache, sein Hemd in den Wehenden Wind hängen. Das heißt, dass seinen Überzeugungen festhalten und nicht unbedingt sich um Biegen und Brechen in die aktuelle Gesellschaftslage. Wir haben ja heute schon so Anfänge gehört, aber ich frage die Frage trotzdem noch. Inwieweit verleiht der evangelische Glauben die Kraft, Widerstand gegen gesellschaftliche Fehlentwicklungen zu leisten? Nun ja, ich kann jetzt wieder mal mit mir reden, weil so das ganz große Bild habe ich auch nicht. Aber aus meiner Sicht heraus, gerade wenn man auch die Geschichte der evangelischen Kirche betrachtet, sieht man dann vielleicht auch wieder Parallelen, die sich heute wiederholen. Eine Religion, die unterdrückt wird, die sich zurückziehen muss, die es nicht gerade gern überall angesehen ist, sondern die man im Geheimen verübt. Und das ist, aus meiner Sicht, diese Parallele ist aus meiner Sicht insofern wichtig, als dass man weiß, okay, man muss trotzdem dran festhalten. Weil irgendwann wird es besser, irgendwann wird werden die Religionen, wird der Glauben, werden die Überzeugungen wieder nach oben kommen und akzeptiert werden. Der Paul Alexander Koren, Sie bekommen heute einen Preis, aber der eigentliche Preis ist das, was Sie uns geben. Sie geben uns Bewusstsein, Sie sind unser Staat in die nächste Zeit und in die nächste Zukunft, aber dennoch bekommen Sie einen Preis. Wir haben das Gespräch vorher nicht geübt. Der evangelische Oberkirchenrat A und HB gratuliert Herrn Paul Alexander Koren zum ersten Preis des Wettbewerbs der besten Vortrag zum Thema Geheimprotestantismus in Kern. Herzlichen Dank.